Ja, Namaste. Hallo meine Lieben, hier ist die Elke. Ich möchte euch heute gerne in dem Video vorstellen. Und zwar, ich habe mir das Thema Yoga, Alignment, Asanas und vor allem Verletzungen überlegt. Warum dieses Thema so wichtig ist, ganz einfach deshalb, weil nach wie vor wird wirklich unterschätzt, dass man sich durch Yoga, durch eine falsche Praxis, durch zu wenig üben, aber vor allem auch zu viel üben, dass man sich dadurch wirklich schädigen kann, und zwar sich so schädigen kann, dass man auf Dauer vielleicht eventuell seine Yoga-Praxis für eine Zeit lang komplett stagnieren muss oder eben, dass man die Gelenke so ruiniert, dass man vielleicht im schlimmsten Fall gar nicht mehr Yoga praktizieren kann. Ja, also da gibt es auch Fälle. Oder dass man einfach seine Yoga-Praxis so modifizieren muss, dass man wieder ein Level zurückschrauben muss. Ja. Und das ist für viele Menschen, die halt auch schon sehr fortgeschritten sind, auch Yoga-Lehrer, gibt es auch einige Fälle, kann das natürlich dann sehr, sehr schmerzhaft sein, schmerzhaft auf einer mentalen Ebene, ja, weil wenn man sich überlegt, man trainiert jahrelang, stundenlang, wirklich hart, um irgendwelche Positionen irgendwann zu können, ja, und dann merkt man dann ganz einfach, dass gewisse Körperteile, ich komme gleich auf das Thema, dass die dann einfach ruiniert sind, ja, und dann muss man wirklich wieder bei, entweder mit Yoga-Therapie beginnen, ja, im schlimmsten Fall, oder vielleicht dann wieder in den Anfängerstatus. Und das kann einfach für fortgeschrittene Yogis sehr, sehr wehtun, sehr schmerzhaft sein. Und deshalb habe ich mir dieses Thema überlegt, was aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist, ja, um euch da einfach mal eine Aufklärung und Feedback zu geben, worauf ihr achten sollt, was das Alignment anbelangt und vor allem, welche Gelenke, welche Körperteile eben da sehr, also welche Körperteile da eben wirklich eingeschränkt sein können. Okay, und zwar, ich möchte gern von oben nach unten beginnen, und zwar mit der Nackenmuskulatur. Ja? Also die Nackenmuskulatur und die Halswirbelsäule sind nach wie vor, das ist einfach ein Körperteil, was sehr, sehr filigrane Muskeln hat, vor allem die Halswirbelsäule, und es ist auch der beweglichste Anteil unserer Wirbelsäule. Und vor allem, weil es der beweglichste Anteil unserer Wirbelsäule ist, ja, was jetzt eben dann automatisch nicht heißen soll, dass man in Asanas dann einfach den Kopf von einer Seite zur anderen Seite wirft oder reißt, ja, muss man eben da sehr speziell oder ganz besonders aufpassen. Und da sind vor allem, also jegliche Standpositionen sind da zu beachten, ja, vor allem im Ashtanga oder im Vinyasa-Yoga, da geht es ja darum, dass man immer einen Blickpunkt auf einen gewissen, oder beziehungsweise man setzt den Fokus auf einen gewissen Blickpunkt, man nennt es auch Drishti, ja, ganz einfach deshalb, dass der Fokus nicht abweicht, dass man konzentriert bleibt, ja, und wenn man Nackenprobleme hat, wie zum Beispiel man ist in Uttita Trikonasana, das ist im gesteckten Dreieck, ja, und man hat hier Probleme und man hebt dann den Kopf nach oben und schaut nach oben, das kann, wenn man wirklich sehr sensibel ist, was die Nackenmuskulatur anbelangt, kann es auf Dauer Probleme machen. Ja? Und deshalb würde ich ganz einfach raten, ist es immer ganz gut, egal was du für eine Yoga-Praxis machst oder welche Asana du praktizierst, mach auf jeden Fall ein kleines Warm-up und da integriere immer die Halsmuskeln. Ja? Du könntest zum Beispiel isometrische Halsmuskeln machen, ja? Das wäre zum Beispiel, indem du ganz einfach die Halsmuskeln für 5 Sekunden anspannst, ja? Sowohl die Nacken- als auch die Halsmuskulatur, und anschließend die Halsmuskulatur dehnst und auch die Nackenmuskulatur. Das wäre eine gute Vorbereitung. Oder ganz einfach, wenn du in der Asana bist und du merkst ganz einfach, dass der Nacken überstreckt ist, dass du einfach Schmerzen hast, dass es dir nicht gut tut, dann lass es ganz einfach und bring vor allem wieder die Nackenmuskulatur in eine neutrale Position, sodass hier diese Lordose erhalten bleibt, das ist dieser Knick nach innen, und sodass du deinen Nacken eben nicht überstreckst. Ja? Was dabei noch zu beachten ist, es ist oft so, man ist ja nicht allein in der Yoga-Klasse, man hat Menschen bei sich, man sieht andere praktizieren, die wo vielleicht weitergehen können als man selbst. Ja? Und da würde ich dich einfach darum bitten, bleib bei der Yoga-Praxis immer bei dir selber, richte den Fokus immer nach innen, ja? Schau ganz einfach, wie es dir heute geht. Die Praxis kann morgen ganz anders aussehen. Ja? Im Yoga versuchen wir immer im Hier und im Jetzt zu sein. Und vor allem konzentriere dich immer auf den Atem. Der Atem ist dein bester Lehrer, weil wenn du tief ein- und ausatmen kannst und du merkst, dass der Atem nicht stockt, ja, dann weißt du, dann ist die Asana, dann ist die Position gut für dich. Wenn der Atem zu schnell wäre
oder wenn der Atem stockt, ja, das passiert immer dann, wenn man vielleicht verkrampft und irgendwas blockiert, dann würde ich dir raten, dass du dann einfach einen Schritt zurückgehst. Was du niemals machen solltest, da habe ich auch mal ein Video gedreht, wie man richtig in den Schulterstand geht, ja, also vor allem was Umkehrhaltungen anbelangt, wenn der Nacken komplett gestreckt ist, ja, also wenn der Nacken gedehnt wird, dann vermeide es, dann in diesem Zustand die Halswirbelsäule zu drehen, ja. Ich zeige dir jetzt gleich ein Beispiel, was ich damit meine. Das würde zum Beispiel so aussehen. Ich mache es nicht, aber ich sage, was du nicht machen sollst, ja. Also du gehst in die Pflugposition, dazu bringst du deine Beine nach hinten. Wenn die Füße den Boden berühren, in Ordnung, wenn nicht, könntest du auch hier einfach die Hände am Gesäß halten und dann die Füße ein bisschen knapp über dem Boden halten. Ja. Und jetzt achte eben darauf, dass hier der Nacken möglichst lang bleibt. Im Idealfall bleibt hier diese natürliche Lordose erhalten. Ja. Du könntest dir auch eine Decke unterlegen. Und was du jetzt in dieser Position nicht machen solltest, hier ist der Nacken jetzt maximal gestreckt, dass du jetzt von hier aus in dieser maximalen Streckung den Kopf nach rechts oder nach links bewegst. Ja. Sehe ich so oft. Wenn man das auf Dauer macht, ja, dann kann es wirklich zu einem Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule kommen und das möglichst vermeiden. Ja? Gut, das ist das Thema Halswirbelsäule, Nacken. Passt da einfach auf dich auf. Das nächste, was ich gerne erwähnen möchte, das ist das Thema Schulter. Ja? Schulter, da gibt es vor allem eine Asana, die die Schulter auf Dauer, wenn man die Asana nicht richtig im Alignment ausführt, komplett ruinieren kann. Es kann zu einem Impingement-Syndrom kommen. Impingement-Syndrom ist, wenn in der Schultermuskulatur, die hat so eine Obergrätensehne und wenn die eingeklemmt wird auf Dauer, wenn man die Position, was ich euch gleich zeige, es geht um die Stockhaltung und Chaturanga, die auf Dauer falsch macht, ja, dann ist es empfehlenswert, beziehungsweise sofort zum Orthopäden. Es ist eine sehr schmerzhafte Verletzung. Ja. Beim Impingement-Syndrom ist man dann auch nicht mehr fähig, dass man die Arme überhaupt hebt. Man kann auch nicht mehr sich einen Pulli überziehen. Ja. Das ist eine ganz, ganz schlimme Verletzung, was die Schulter anbelangt, das Schultergelenk. Und deshalb pass auf bei Chaturanga. Ja. Wichtig ist, gerade im Yoga, vor allem wenn man mit Yoga anfängt, ja, man möchte vor allem schnell lernen, man möchte viel auf einmal lernen, man möchte sehr eifrig sein, aber wirklich, lass dir Zeit. Ich praktiziere jetzt seit 26 Jahren. Ich habe mir noch nie irgendwas vom Yoga an irgendwelchen Gelenken verletzt. Ja. Warum? Zum einen liegt das daran, weil ich wirklich jeden Tag praktiziere. Ich höre auf meinen Körper. Durch das tägliche Praktizieren bekommst du ein gutes Körpergefühl. Und dieses gute Körpergefühl, das zeigt dir dann auch, ob es zu viel ist oder ob es zu wenig ist. Ja. Zwing dich niemals in eine Position, ja, sondern finde wirklich finde die Mitte. Ja. So wie bei Patanjali ja auch in den Niyamas sagt, Brahmacharya bedeutet Mäßigung, eine Balance. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Ja. Und im Westen, bei uns erlebe ich es oft, dass die meisten Menschen zu wenig Yoga praktizieren und das versuchen sie dann in dem Sinn zu kompensieren, indem sie dann ein- oder zweimal die Woche auf die Matte gehen und dann 3 oder 5 Stunden am Stück üben. No way ist nicht. Ja. Also da guck für dich, dass du für dich eine Balance findest. Solltest du wirklich wenig Zeit haben, ja, aufgrund irgendwas in deinem familiären Umfeld, ja, sei es beruflich oder whatever, ja, oder weil es vielleicht auch gar nicht deine Intention ist, könnte ja auch sein, dass du irgendwelche herausfordernden Asanas praktizierst, aber dennoch, diese herausfordernden Asanas, die sind einfach in einer normalen Yogastunde, werden die einfach unterrichtet, dann pass auf dich auf, übernimm die Verantwortung, ja, der Yogalehrer, der kennt dich vielleicht oft gar nicht so gut, kann er auch nicht, ja, ein Yogalehrer kann niemals für dich die Verantwortung übernehmen, deshalb pass auf dich auf. Du kannst ihn fragen, aber trotzdem, wenn du merkst, es ist zu viel, dann geh wieder einen Schritt zurück und wirklich versuch, möglichst viel selber zu praktizieren, denn dadurch bekommst du eine sehr gute Körperwahrnehmung, du lernst deinen Körper dadurch am besten kennen, ja, wie wenn du immer nur in Yogastunden springst. Deshalb kannst du ruhig 2 bis 3 Mal eine Woche eine Yogastunde machen, aber versuch trotzdem jeden Tag, und wenn es nur 5 bis 10 Minuten sind, das reicht, dass du einfach für dich eine eigene Praxis aufbaust, um dich einfach besser Körper, um dich besser kennenzulernen. Die Anatomie, einfach deinen ganzen Körper an sich. Ja? Okay,
So, wir waren bei dem Thema Schulter. Und zwar, ich möchte dir gern die Stockhaltung Chaturanga vorstellen. Ja? Chaturanga ist eine sehr fortgeschrittene Position, die wird vor allem im Vinyasa-Yoga unterrichtet. Das ist der viergliedrige Stock. Ja? Und zwar beim viergliedrigen Stock wird oft der Fehler gemacht. Ja? Das passiert dann meistens dann, wenn man zu wenig Kraft hat. Man macht ja Fehler nicht aus Absicht, ja? Das ist schon mal klar. Aber wenn man zu wenig Kraft hat, das heißt, wenn zu wenig Bauchkraft ist und vor allem, wenn auch zu wenig Kraft in den Oberschenkeln oder überhaupt in der Chormuskulatur ist, ja? Deshalb schau, bevor du überhaupt Chaturanga übst, dass du genügend Kraft aufbaust. In den Armen, hier in den Chormuskeln, aber auch in den Oberschenkeln und Gesäß, ja? Und erst dann würde ich dir raten, dass du mit Chaturanga beginnst. Chaturanga zeige ich dir jetzt. Ich zeige dir zuerst, wie du die Position nicht machen sollst. Ja? Denn wenn du sie immer so machst, vor allem im Flow, wenn es dann auf Geschwindigkeit geht, mit Sprüngen verbunden, ja, dann passieren die größten Unfälle. Dann mach die modifizierte Position, die ich dir jetzt zeige. Okay, zuerst zeige ich dir Chaturanga, wie du es nicht machen sollst. Ja? Und zwar, wenn die Schultern nach unten kollabieren. Also versuch in Chaturanga immer die Schultern auf gleicher Höhe wie die Ellbogen zu halten. Und das erfordert natürlich sehr, sehr viel Kraft. Ja? Gut, die richtige Position sieht so aus. Du startest zuerst in Vierfüßlerstand. Jetzt von hier aus gehst du in die Planke, bringst den rechten und den linken Fuß nach hinten und zwar hüftbreit. Ja? Oder du könntest auch direkt von Adho Mukha Svanasana vom Napp schauen. Den Hund aus starten. Das ist dann meistens über einen Vinyasa. Du bist hier im hinabschauenden Hund. Dann verlagerst du dein Gewicht nach vorne, indem du wirklich, das ist auch jetzt hier schon ganz wichtig für Chaturanga, du bringst die Schulter über die Ellenbogen. Ja? Und jetzt lass die Ellenbogen leicht rollen. Und jetzt von hier aus versuchst du, was du jetzt nicht machen sollst, dass du die Schultern tiefer bringst, ja, wie deine Hüfte. Ja? Also das ist falsch. Und wenn du das auf Dauer so machst, dann wirst du dich auf Dauer irgendwann verletzen, ja? Was das Schultergelenk anbelangt. Was könntest du jetzt machen? Modifiziert. Du könntest modifiziert Chaturanga so machen, wenn du die Kraft noch nicht hier hast, in den Armen, im Bauch und in den Oberschenkeln, dass du einfach die Knie am Boden lässt. Ja? Es ist im Endeffekt eine enge Bizeps-Liegestütz. Du beugst über die Ellenbogen und dann kommst du tief. Ja? Und ungefähr hier 15 cm über den Boden halten. Und ihr seht, meine Schultern, die sind nicht tiefer wie die Hüfte. Und das machst du so lange, bis du irgendwann die Kraft hast und es dir dann zutraust, von hier aus die Beine auszustrecken. Ja? Genau. Okay, das wäre richtig Chaturanga und das ist falsch Chaturanga. Gut. Wenn du allerdings schon jahrelang falsch Chaturanga übst und dann irgendwann wieder zurück möchtest in die richtige Position und das richtige Alignment, wirst du merken, dass es dir sehr, sehr schwer fällt. Aber trotzdem, vertraue deinem Körper, gib dir Zeit, mach dann vielleicht weniger Wiederholungen. Aber auf Dauer, glaub mir, es schädigt definitiv das Schultergelenk. Okay, so viel zum Thema Chaturanga, Alignment, Verletzung, was die Schulter anbelangt. Was auch immer noch ganz gut ist, um die Schultern einfach vor Verletzungen zu schützen, dass du möglichst, also auch am Anfang, bevor du natürlich praktizierst, du machst Mobilisationsübungen für die Schultern, Schultern kreisen, du kannst die Schultern dehnen. Auch da findet ihr auf meinem Kanal, habe ich schon ein paar Videos online gestellt, was gut ist für die Schulter, Hals-Nackenmuskulatur, dass du das regelmäßig in deine Yoga-Praxis mit einintegrierst. Ja. Das würde ich dir auf jeden Fall raten, dass du nicht nur Kraftübungen machst, sondern für eine gute Asana-Praxis ist es wichtig, Mobilisation, Flexibilität, die Beweglichkeit und natürlich Kraft allein. Also alles spielt eine Rolle. Und natürlich der Atem, weil sonst wäre es keine Asana, beziehungsweise kein Yoga. So, das war das Zweite. Das Dritte, was ich dir jetzt vorstellen möchte, ist hier, da geht es um die Lendenwirbelsäule. Die Lendenwirbelsäule, die wird immer dann meistens überstreckt, wenn zu wenig Kraft, beziehungsweise zu wenig Kraft, aber auch zu wenig Dehnung in der Oberschenkelmuskulatur vorhanden ist, ja, also sprich, es geht um Rückbeugen, ja. Und wenn man dann die Brustwirbelsäule nicht richtig weit öffnen kann, ja, also bei den Rückbeugen, da arbeitet man vor allem an der Brustwirbelsäule. Es geht darum, die Brustwirbelsäule zu strecken, ja, also Platz zu schaffen zwischen den einzelnen Wirbelkörpern
Und erst dann, wenn der Platz geschaffen ist, wenn diese Länge geschaffen ist, der einzelnen Wirbelkörper, ja, erst dann gehst du in die Rückbeuge. Ja. Es würde keinen Sinn machen vorher, weil dann kommt es zu einer Stauchung, zu einer Komprimierung hier hinten in der Lendenwirbelsäule. Und auf Dauer kann es dann zu einem Bandscheibenvorfall kommen. Ja. Wenn du auch wieder, so wie ich es am Anfang erwähnt habe, wenn du viel Yoga übst, wenn du exzessiv Yoga übst, aber auch wenn du zu wenig Yoga übst, ja, und dann einfach mal ab und zu auf die Matte gehst und dann möchtest du in eine Position gehen, dann kann es passieren, zack, bumm, dann holst du dir einen Bandscheibenvorfall. Ja? Und das ist schneller als getan, also passt da wirklich auf. Ich möchte dir jetzt die Cobra vorstellen, wie du die Cobra richtig üben kannst, ja? Wirklich aus der Streckung der Brustwirbelsäule, ohne dass der untere Rücken kollabiert, ohne dass du in eine Hyperlordose gehst. Und dazu ist die Beinaktivität gefragt, ja? Gleichzeitig aber auch die Beweglichkeit der Schulter, und das möchte ich dir jetzt hier zeigen. Du legst dich dazu als Ausgangsposition auf deinen Bauch. So, ich würde dir jetzt raten, dass du deine Füße, du kannst sie entweder flexen oder du kannst sie auf den Fußstand ablegen. Bringe die Füße so weit auseinander, dass du wirklich ein Gefühl hast, dass der untere Rücken weit bleibt und dass er nicht komprimiert. Und jetzt versuche, und da machen viele schon mal den Fehler, auf jeden Fall, lass das Gesäß entspannt und stattdessen spanne den Beckenboden an. Ja? Das solltest du immer machen, denn allein durch das Anspannen des Beckenbodens, ja, indem du dein Schambein nach oben ziehst und dein Steißbein nach unten verlängerst und gleichzeitig die Sitzbeinhöcker auseinander ziehst, ohne dass du das Gesäß anspannst, ja, entspannt der untere Rücken, ja, es schafft Platz und Raum, das Kreuzbein hebt sich nach oben auf und dadurch kannst du die Brustwirbelsäule besser in die Länge strecken und du schaffst Platz zwischen den einzelnen Bandscheiben. Und gleichzeitig aktivierst du, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass hier in den Rückbeugen ist vor allem Beinarbeit gefragt. Ja? Also du spannst, wann immer du in eine Rückbeuge gehst, die Oberschenkelmuskulatur an. Dadurch erfährst du hier mehr Länge, mehr Dehnung, was die Hamstrings anbelangt. Ja? Und eben, du kannst dich dann weiter nach oben aufrichten. Das würde jetzt so aussehen für die Cobra, auch Bhujangasana genannt. Also der Fußspann fest in den Boden hineindrücken und dann kannst du auch mal die Kniescheiben fest in den Boden hineindrücken. Und dann allein spür schon mal, wie dadurch sich der untere Rücken öffnet. Ja? Und jetzt zieh dein Schambein nach oben, bring die Sitzbeinhöcker weit auseinander, ja? Zieh den Bauchnabel nach innen, Uddiyana Bandha nach innen und nach oben. Und jetzt, wenn du nach oben kommst, press die Hände neben deinem Brustkorb fest in den Boden, zieh die Ellenbogen nach unten, ja, und versuch mit den Händen die Matte zu deinem Bauchnabel zu ziehen. Das ist ein isometrisches Drehen. Ja. Also du ziehst sozusagen die Matte zu deinem Bauchnabel, ja, und dabei spürst du jetzt, wie sich der obere Rücken nach oben aufhebt, ja, beziehungsweise die Streckung in der Brustwirbelsäule. Du schaffst Platz zwischen den einzelnen Bandscheiben. Achte auch hier wieder darauf, dass der Nacken möglichst entspannt ist. Und in der Cobra Bhujangasana schaust du nach vorne. Ja? Bei Bhujangasana ist der Blick nicht nach oben, das ist beim Laufschauen gut, ja? Aber nicht bei der Cobra. Da ist der Blick nach vorne ausgerichtet. Du könntest dich jetzt auch auf den Punkt zwischen den Augenbrauen konzentrieren und versuch immer wieder die Schultern nach hinten unten zu ziehen. Ja? Gesäß entspannt und spür die Kraft in den Oberschenkeln. Atme tief ein und aus. Und halte diese Position, solange wie es für dich gut ist, solange wie es für dich gut anfühlt, wenn möglich, 5 bis 10 Atemzüge. Und dann von hier aus verlasse die Position wieder langsam, nicht ruckartig. Geh immer genauso in eine Asana hinein, wie du heraus bzw. wie du hineingegangen bist. Ja? Okay, gut. So, das war das Thema Lendenwirbelsäule. Es gibt natürlich noch genügend andere Rückbeugen, wo das zu berücksichtigen ist. Aber dieses Prinzip, was ich gerade erwähnt habe, kannst du in allen Rückbeugen anwenden. Ich wiederhole nochmal. Erstens Beinarbeit, Anspannen der Oberschenkelmuskulatur. Zweitens die Bandas aktivieren, das Gesäß nicht anspannen. Punkt 3, die Wirbelsäule zuerst in die Länge strecken. Punkt 4, die Öffnung kommt aus der Brustwirbelsäule, nicht aus dem unteren Rücken. Okay, so, jetzt hatten wir Nacken, Schulter, Lendenwirbelsäule, noch 2. Das nächste, was ich dir jetzt vorstellen möchte, das ist die Dehnung, beziehungsweise das sind die Hamstrings.
Es passieren sehr oft Zerrungen an den Hamstrings, das ist die Oberschenkelrückseite, immer dann, auch wieder vor allem bei fortgeschrittenen Yogis, wenn sie mit Gewalt in die Position gehen, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen tiefer, wenn man nicht gut aufgewärmt ist, ja. Und da kann ich dir einen Tipp geben. Wenn du die Hamstrings dehnst, auch hier wieder, versuch den Gegenspieler, die Oberschenkelvorderseite anzuspannen, genauso wie bei den Rückbeugen, ja. Aktiviere hier den Quadrizeps, ja. Dann wird gleichzeitig die Oberschenkelrückseite wird entspannt, ja. Man nennt das auch reziproke Hemmung. Und gleichzeitig solltest du die Dehnung immer am Muskelbauch spüren. Das bedeutet bei den Hamstrings, ich mache die Vorbeuge mal, und zwar Uttanasana im Stehen. Das würde jetzt hier bedeuten, du kannst die Füße ungefähr hüftbreit auseinander geben oder du kannst die Füße auch schließen. Ich gebe sie jetzt hüftbreit auseinander. Und zwar die Oberschenkel anspannen, also die Kniescheiben nach oben saugen. Dann genauso wie bei den Rückbeugen, ist im Endeffekt immer das gleiche Prinzip, ja. Sitzbeinhöcker weit auseinanderziehen. Stell dir vor, du hast so eine Smiley-Unterhose an, ja. Dadurch öffnet sich wieder die Lendenwirbelsäule, beziehungsweise sie schafft Länge. Das Kreuzbein streckt sich, die Lendenwirbelsäule wird lang auseinandergezogen, ja. Es geht bei einer Vorbeuge darum, dass du die Oberschenkelrückseite dehnst, aber gleichzeitig den Rücken in die Länge ziehst. Ja? Und jetzt könntest du von hier aus die Hände entweder neben den Füßen auf dem Boden legen. Du könntest als Vorbereitung nochmal einatmen, dazu auf die Fingerspitzen kommen, also halbes Uttanasana. Und jetzt gehst du tief. Und du gehst nur so weit tief, dass du eben jetzt die Dehnung, das meinte ich, Muskelbauch, das ist die Mitte der Oberschenkelrückseite, spürst. Mit aktiven Oberschenkeln, Kniescheiben nach oben saugen. Solltest du jetzt hier spüren, dass der untere Rücken kollabiert, rund wird, dann würde ich dir raten, dass du auf alle Fälle die Knie beugst. Beuge auch immer dann die Knie, wenn du dir schon eine Zerrung geholt hast. Ja? Eine Muskelzerrung an den Hamstrings bedeutet erstmal Cut, überhaupt keine Yoga-Praxis bzw. überhaupt kein Dehnen der Oberschenkelrückseite, ja? Bis sich das bis das regeneriert, also beziehungsweise geheilt ist, ja, und dann sei ganz vorsichtig, ja, und ansonsten eben wirklich arbeite auch hier wieder kräftig mit den Beinen und lass die Schultern, lass den Nacken nochmal ganz kurz. Je nach Flexibilität könntest du natürlich dann auch tiefer gehen, es gibt hier verschiedene Varianten, sodass du dann auch, ohne dass der untere Rücken rund wird, du könntest zum Beispiel mit den Händen dann weiter nach hinten gehen oder du bringst die Hände für Hastapadasana unter deine Fußsohlen, machst dich noch einmal lang und beim Ausatmen ziehst du dich dann ran. Aber es ist immer das gleiche Prinzip. Die Oberschenkel sind angespannt, die Kniescheiben nach oben saugen und die Dehnung, Muskelbauch, Mitte spüren und auch hier wieder die Kraft kommt aus der Körpermitte. Ja, also zieh wieder den Bauch nach innen, die Vorbeuge, auch hier kommt aus der Hüfte, Flexibilität der Hüfte. Okay, und dann von hier aus komme ich wieder einmal tief. So, das war das Thema Dehnung der Oberschenkelrückseite. Das gleiche Prinzip gilt natürlich auch im Sitzen, wenn du hier in Paschimottanasana gehen solltest, ja. Auch eine Vorbeuge immer aus der Hüfte, ja. Und geh nur so weit nach vorn, dass du wirklich den unteren Rücken lang lässt. Ja? Und wenn du Probleme mit dem Rücken hast, würde ich dir immer empfehlen, dass du dich dann entweder auf ein Kissen setzt, ja? Wenn du wirklich die Oberschenkelrückseite dehnen möchtest. Ja? Weil das Problem ist nämlich folgendes, wenn du die Oberschenkelrückseite dehnen möchtest, wenn das dein Ziel ist, ja? Und du kannst den unteren Rücken nicht lang halten, du kannst dich nicht aufrichten. Du beugst immer wieder die Knie, wirst du nie die Oberschenkelrückseite dehnen können. Deshalb setze dich dann lieber auf ein hohes Kissen. Ja? Weil wenn du hoch sitzt, dann hast du die Möglichkeit, du sitzt höher und dann fällt es dir leichter, dich aus der Hüfte nach vorne zu beugen, sodass die Beine, die Oberschenkelrückseite gestreckt werden. Und das ist sehr, sehr wichtig, vor allem für uns im Westen. Warum? Weil wir ganz, ganz viel sitzen. Ja? Wir sind einfach eine Sitzgesellschaft, was absolut ganz, ganz schlecht ist für den Körper. Ja? Lieber dann stehen oder laufen oder was auch immer. Aber sitzen ist ganz, ganz schlecht. Ja, ist Gift und langes Sitzen. Und deshalb kommt es dann oft zu einem Kniestreckdefizit. Ja? Also irgendwann verlernen die Knie dann überhaupt, dass man sie noch streckt. Ja? Und
Und deshalb würde ich dir einfach raten, dann lieber auf ein Kissen zu setzen, ja, bevor du dann immer die Knie beugst. Okay. So, das Letzte, was ich dir jetzt noch vorstellen möchte, das ist auch ein ganz komplexes Thema. Es geht um das Thema Knie. Ja. Ich möchte mich kurz halten, weil da könnte ich allein mehrere Stunden darüber sprechen, was die Anatomie und überhaupt, was das alles anbelangt. Und zwar, ich spreche vor allem um Sitz. Also ich spreche vor allem um den Lotus. Ja. Der Lotus im Yoga ist für die meisten Yogis so wie der Porsche bei den Männern. Ja. Es ist so das Prestigeobjekt, wenn jemand fragt, ich mache Yoga, kannst du den Lotus? Ja. Und dann, genau, und das ist so dieses Aushängeschild, der Lotus. Allerdings, was dazu gesagt werden muss, der Lotus ist zum einen nicht für jeden Menschen erlernbar. Es hängt wirklich von der Anatomie ab, was die Hüfte anbelangt, weniger das Knie. Ja. Das Knie ist nicht das Problem. Im Lotus ist das Problem, wenn die Hüfte nicht weit geöffnet ist, dann wird das Knie irgendwann einen Schaden erleiden. Ja. Also die Hüfte ist im Endeffekt das Problem. Ja. Wenn die Hüfte eben nicht gut geöffnet ist oder von der Anatomie nicht so gebaut ist, dann wird das Knie irgendwann darunter leiden. Und wenn man mal Knieprobleme hatte, jeder, der Knieprobleme hat oder schon mal gehabt hat, der weiß, ist das ein Thema, oh je, ja, also das kann wirklich Monate, vielleicht auch Jahre lang dauern, ja. Gut, und deshalb schau ganz einfach, dass du, wenn du den Lotus lernen möchtest, dass du möglichst viele Positionen übst, du die Außenrotation der Oberschenkel übst, ja, ich zeig dir dann auch gleich was in Übung, also das heißt, möglichst viele Sitzpositionen, wie zum Beispiel Chanasana, Shasana, ja, das solltest du möglichst in jeder Yoga-Praxis mit einbauen, dass du viel Beweglichkeit machst, was die Adduktoren anbelangt. Auch hier findest du auf meinem Kanal, habe ich ein Video gedreht, wie lerne ich den Lotus richtig, kann ich ihn überhaupt lernen, schau dir dieses Video mal an, da erkläre ich das ganz genau, ja, denn es würde jetzt einfach das Thema sprengen, ja, also ich wiederhole nochmal, wenn es um den Lotus geht, achte auf dein Knie, arbeite an der Oberschenkelaußenseite, schau immer, dass du zum Beispiel bei Chanasana Shasana, dass du den Oberschenkel, dass du den Unterschenkel nach außen rotierst, dass du keinen Druck auf den Innenmeniskus hast. Ja? Und wenn du im Lotus bist, sei es der halbe Lotus oder ich mache den ganzen Lotus, wie auch immer, und du merkst im Lotus, auch wenn der Ehrgeiz noch so groß ist, dass du einen Druck in den Knien verspürst, kannst du entweder Folgendes machen, dass du entweder nur den halben Lotus machst oder ich würde dir auch empfehlen, dass du hier eine Decke unterlagerst, ja, sodass das Knie gut gepolstert ist, denn es ist nicht gut, wenn das Knie auf Dauer in der Luft ist. Ja. Es ist einfach zu viel Druck auf dem Knie und es kann auf Dauer wirklich zu einem, es kann zu einem Innenmeniskusriss kommen, es kann zu Meniskusschäden kommen, ja. Es kann auch zu Problemen an der Patellascheibe kommen, also da passt ganz einfach für dich auf. Thema Knie. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht, das ist meine Intention, weiß nicht, dass ich euch jetzt Angst machen wollte, ganz im Gegenteil, ich wollte euch jetzt einfach mal aufklären, ja, weil man immer sagt, Yoga ist so toll, Yoga ist super, Yoga ist toll und Yoga ist super, aber man darf nie vergessen, ja, dass das Alignment, dass die Anatomie, die ist ganz, ganz wichtig für deine eigene Yoga-Praxis. Deshalb schau von der Anatomie, wo du stehst, was hast du für einen Körper. Und nochmal meinen Tipp, messe dich bitte nicht mit anderen in einer Yogastunde. Auch wenn der Yogalehrer zu dir sagt, mach die Übung, mach die Übung. Wenn du merkst, es geht nicht für dich, lass die Übung sein. Ja? Ein guter Yogalehrer kann dir eine modifizierte Übung geben, das sollte er auch können. Und das Letzte, was ich dir nochmal auf den Weg mitgeben möchte, ich habe es am Anfang schon erwähnt, aber das kann man gar nicht oft genug sagen, üb für dich zu Hause regelmäßig Yoga. Am besten jeden Tag. Und wenn es nur 15 Minuten sind. Ja? Aber versuch, mit deinem Körper in den Kontakt zu kommen. Versuch, deinen Körper kennenzulernen. Ja? Ist es dein Körper? Ist es deine Yoga-Praxis? Ja? In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Inspiration geben. Ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen Angst nehmen. Ja? Du weißt jetzt, worauf es zu achten gibt. Ja? Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Einen Daumen nach oben. Über Kommentare freue ich mich. Und ich wünsche euch alles Liebe. Bis bald. Grüße aus Thailand, aus Koh Samui. Ihr seht im Hintergrund, exhale, atme aus and everything is coming. Okay, bye bye.